Ja, aber ich komme gerade von der Tankstelle, ne? Der Matze. Dem geht's nicht gut. Ne? Ich hab zum gesagt, was ist denn? Sag noch, nee, dann hab ich gesagt, jetzt sag halt. Und dann sagt er, ja, gestern habe ich meine Freundin mit einem anderen gesehen. Dann hab ich gesagt, das ist natürlich. Hast du mich eh nicht zentriert? Ne? Dann sagt er, nein, ich war ja mit meiner Frau unterwegs. Ne? Ne? Und dann hab ich gesagt, oh, das ist natürlich. Hab ich gesagt, das ist natürlich schön. Deine Freundin hat dich mit deiner Frau erwischt. Du, da wirst du was zu hören kriegen, wenn nicht heimkommst. Ne? Nee, aber hör mal, lachen müssen, der Matze versteht Spaß. Der bringt Sachen ohne Humor undenkbar. Einmal hat er seine an der Raststätte der Autobahn vergessen. Hat die stehen lassen. Aus Versehen. Und die sieht top aus. Weißt, wenn die irgendwie oder Schreckschraube oder Gesichtskapfe wäre. So wie im Achim seine, wenn der seine irgendwo abstellt, da feiern wir eine Woche durch. Ne? Aber das werde ich nie. Es gibt Erinnerungen, die vergisst du nicht. Ne? Das war A8 Chiemsee, wo es Richtung Ding. Ne? Aber ich habe ja auch nicht geschaltet. Ne, ich war ja dabei. Ich war auch da, der Achim war, wir waren ja 4 im Auto. Also 3 am Schluss dann. Und dann daheim auf dem Handy, der Matze 56 Anrufe in 9 Minuten. Aber alles im Ding, das Handy war auf leise. Und eigentlich ist es ja ihr Tankstelle. Der Vater hat es ja damals geerbt und gleich weiter, weil der beruflich. Und sie war 20, frische Ausbildung, und hat es probiert. Das hat der Matze mal zu mir gesagt, das war mein Glück. Eigentlich hat es ja sogar der Bruder vom Vater, der Elstsohn, der Onkel, aber der ist ja 3 Wochen nach dem Opa zufällig weggestorben. Das war überraschend, da war nicht klar. Weißt, das war Verdächtigungen und alles. Aber bei der Obduktion war es dann klar. Ne? Bei der Obduktion ist er dann gestorben. Also, nein, ich war dann endgültig weg vom Ding. Ne? Aber der Matze hat zu mir gesagt, das war mein Glück damals. Ne? Wie hat er gesagt, sie war jung und ich brauchte das Geld. Ne? Aber ich gesagt, Matze, musst du dich jetzt vor mir nicht. Bei mir war es der Haar genauso. Bei mir war es Haar genau gleich, nur umgekehrt. Bei mir war die Ding finanziell. Wie hat die Bank gesagt, ihre Frau ist finanziell riskant aufgestellt. Aber wir winken den Hauskredit durch und ja, das ist die Hauptsache. Ne? Ich sage immer, wenn man zusammenbleiben will, eine Notlösung gibt's immer. Aber für den Matze brauchst du dich nicht groß, du der Wäsche. Jeder Angestellte bei Matze in der Tankstelle, jeder ist weiblich. Weißt, das Auge sieht mit bei dem. Dem brauchst du nicht und Männerquote nicht in Sicht. Eher unwahrscheinlich. Stellebeschreibung wahrscheinlich, du bist 18, siehst top aus, Schulabschluss nicht erwünscht. Schulabschluss verkompliziert die Anforderungen an ganz schlecht Berufsausbildung. Oh, ja, so ist das. So, jetzt muss ich gleich weiter in 10 Minuten. Der Achim hilft mir, wir hängen die Wahlplakate ab. Vor der Wahl hängen wir immer ab. Ne? Also die, was zu viel sind, weißt du? Es gibt Parteien, die hängen zu viel auf. Schreite mir sofort, ist nicht erlaubt. Und der Achim hilft alles, wenn Not gebraucht wird, am Mann. Da schimpft er als die Phantombilder da, die Verbrecher, die hängen mal ab, hängen bloß rum und gucken blöd. Die Zipfelgesichter, die werden recycelt. Wir sind doch das Amt für Nachhaltigkeit, Recycling und Aktenvernichtung. Das sind doch wir. Wir tun auch Akte. Muss extra bezahlen, Aktenvernichtung, aber. Und wir vernichten sehr gut. Wir gucken nicht, zack, weg, Ding. Ja, aber Wahl ist immer, das Wahl. Ich mag's nicht. Willst du gern? Ich brauch's nicht, das ist ja immer so stickig und eng in dem Kapuff. Ne? Aber das Grundgesetz bringen wir nicht mehr los. Ne? Das haben wir in der Backe. Ne? Wie heißt immer, eine Wahl ist geheim, gleich, stickig und eng. Ne? Aber in Bayern ist so klar, wie es ausgeht, oder? Make Bayern great again. Also, ich muss weiter. Servus. Oh.
Frau Chefin ohne Chef. Grüß Sie Gott, Herr Miller. Ja. Haben Sie halt wieder mal richtig an Stress, oder? Brutal. Ich fühle mich wie die Made im Ding. Die Made im. Wie heißt das? Made im. Speck? Im Stress, genau. Kennen Sie den Witz? Kommt der Habix zu Besuch, ne? Und die Chefin vom Chef ist nicht da. Der ist einwandfrei. Ne? Servus.